Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem neuen Video und ich bin Diana und ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und ich möchte euch heute mein neues Video vorstellen und zwar geht es in diesem Video um die wunderschöne Produktreihe Kunstvoll Floral. Es wird einen ersten Teil dazu geben. Ich muss mal schauen, wie lang die werden. Vielleicht werden zwei, drei Videos, die ich dann unterteile, immer zu bestimmten Themen. Aber erst einmal möchte ich euch die Produktreihe vorstellen und dann bastle ich auch mit euch nochmal mit der wunderschönen oder mit dem wunderschönen besonderen Designerpapier Acetat. Ja, dann schalte ich jetzt um auf meinen Basteltisch und bis gleich. Ich freue mich. Ja, das ist jetzt die wunderschöne Produktreihe Kunstvoll Floral. Diese ist im neuen Mini-Katalog Januar, Juni auf der Seite 32, 33. Und ich finde die Reihe wunderschön. Ich zeige euch als erstes erstmal dieses tolle Acetatpapier. Das ist ein besonderes Papier. Damit werde ich auch heute noch eine Karte basteln und zeige euch, wie man das wunderschön einsetzen kann. Und zwar, dieses Acetat ist in Gold gehalten. Man kann es natürlich auch umdrehen, dann ist es silberfarben. Wie es nachher eingesetzt wird, das zeige ich euch. Was das Besondere, so finde ich, auch daran ist, man kann es wunderschön mit dem dazugehörigen Designerpapier, was in der Produktreihe enthalten ist, kombinieren. Das heißt Kunstvoll Floral, so wie aus der Reihe ebenfalls. Und erstmal, ich glaube, dieses Designerpapier muss man wirklich fühlen, anfassen, sehen, damit man erstmal sieht, wie wunderschön das ist. Also von der Beschreibung her, es ist wirklich ein künstlerisches Papier. Es sieht aus wie gespachtelt, als wenn die Farbe dick aufgetragen ist. Also es ist wirklich ein Traum. Ich möchte mich gar nicht so oft wiederholen, wie schön es ist. Mit diesem Papier oder mit dieser Seite habe ich ja schon diese Doppelflap-Card zum 90. Geburtstag gebastelt, die super gut bei euch bzw. auch bei der Beschenkten angekommen ist. Also alle waren total begeistert. Ich blende nochmal das Foto ein, die ist ja schon verschenkt. Und auch die Rückseiten sind neutral gehalten. Ich zeige noch mal kurz die anderen Papiere. Das finde ich auch wunderschön. Hier ist die Rückseite so. Das hatten wir schon. Dieses, also ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, wie gespachtelt. Also das ist richtig toll. Ja, da kann man wirklich nur schwärmen. Auch hier, ich zeige es noch mal näher ran. Ich hoffe, die Kamera kann das wirklich so schön einfangen, wie es ist. Weil im Katalog sieht man das wirklich nicht so. Und ja, hier sind die Blautöne. Auch toll. Ja, und was natürlich das Schöne daran ist, ich zeige es mal kurz. Man kann das Designerpapier nehmen. Man kann, und es passt genau gegenüber. Und dann hat man diesen Goldeffekt. Und damit werde ich nachher mit euch dann basteln und zeigen, wie ihr das einsetzen könnt. Nicht nur diese Seite kann man nehmen. Auch, die werde ich ja jetzt mal kurz rausziehen. Diese, um noch mal kurz zu zeigen. Und dann... Ui,
Jetzt ist das hier fest, aber das ist nicht weiter schlimm. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wie drehe ich das, aber jetzt habe ich es schon. Und das passt natürlich auch wunderbar hier hoch. Und dann hat es wirklich nochmal so einen Wow-Effekt, was richtig schön aussieht. Die dritte Seite, also das Acetat Gartengold, enthält drei Seiten, 30,5 x 30,5. Bei der hatte ich gedacht, das passt auch. Ich muss mal gucken, welche Seite, irgendeine Seite, jetzt muss ich mal, wo ich gedacht habe, das passt. Aber man kann es machen. Und zwar bei dieser nochmal drauflegen, weil das ist ja doch ein bisschen heller. Geht auch, kann man auch machen. Es geht aber genauso gut diese Seite. Also da ist man total flexibel und egal wie, es sieht immer schön aus. So, dann werde ich das jetzt erstmal weglegen. Dann zeige ich noch die anderen Produkte aus der Reihe. Und zwar das Blattgold. Das Blattgold ist einfach, ja, mal was anderes, was Schönes. Ich habe ja damit schon Karten gezeigt. Die ist das nicht, aber hier. Schaut mal. Das ist das Blattgold, womit ich gearbeitet habe. Und selbst hier im Hintergrund habe ich nochmal das Blattgold genommen. Hier und hier. Was ich noch mal zeigen kann, wir haben ja immer, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, jetzt musste ich schnell nachschauen. Wir haben ja das Embossing-Pulver. Das ist der Vergleich, wenn man mit Embossing-Pulver arbeitet. Und das ist mit dem Blattgold gearbeitet. Und das hat noch mal so ein bisschen Struktur. Ja, jetzt hier im Licht, ich habe aber auch die Lampe an, muss ich sagen, glänzt es etwas mehr. Wenn man es ganz normal hält, also bei der Karte sehe ich ja jetzt schon, dass die hier so ein bisschen außerhalb, ist es wirklich golden, aber das Embossing-Pulver ist platter. Das hat wirklich mehr Struktur und sieht schon mehr künstlerisch aus, was ich sehr, sehr schön finde. Auch bei der Karte. Und es kommt bei jedem Arbeiten kommt das anders rüber. Und das finde ich, das ist das Schöne, das Individuelle. Jede Karte oder jedes Projekt ist einzigartig. Und wie man mit dem Blattgold in verschiedenen Sachen arbeitet, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Da gibt es nämlich auch verschiedene Techniken. Das nächste Produkt ist die 3D-Prägeform, Strukturputz. Auch wunderschön. Da habe ich ja zum Beispiel, ich suche die mal schnell raus. Und zwar diese beiden Karten damit gearbeitet. Hier einfach, ja, 3D-Prägeform. Hier habe ich auch mit der 3D-Prägeform und dann nochmal mit dem Blattgold bearbeitet, sodass das nochmal so richtig schön rauskommt. Also die ist auch ganz toll. Wenn man mit dem Blattgold arbeitet, dann braucht man natürlich auch das Heißklebepulver. Normales Embossing-Pulver geht nicht, also man braucht wirklich das Heißklebepulver. Es riecht ein bisschen klebrig, aber es funktioniert wunderbar. Kommt natürlich auch in solchen kleinen Döschen. Was gehört noch? Ach, das Band. Das Band hat eine gewisse Leinstruktur und ist mit Goldfarben hinterlegt.
auch sehr, sehr schön und ich muss sagen, es verarbeitet sich richtig wunderbar. Das Geschenkband heißt Schöne Kunst. Ein ganz tolles Band. Ja, dann würde ich sagen, dann räume ich jetzt erstmal weg und dann können wir anfangen zu basteln. Ich habe ja noch ganz vergessen, das tolle Stempelset mit den dazugehörigen Stanzen zu zeigen. Das Stempelset ist leider nur in Englisch, aber ganz ehrlich, wir haben so viele schöne deutsche Stempelsprüche und aus einem anderen Stempelset was rausnehmen. Ja, das kann man alle Male machen und die Blumen, die sind so schön. Wer jetzt nicht gerade auf Englisch steht, der kann das getrost kaufen. Also ich finde es toll. Das sind wieder solche durchsichtigen Stempel und mit 2x2 Steps und ja, wer da nicht viel kolorieren mag, der hat dann praktisch hier schon diese Aquarelltechnik. Ganz toll. Die Stanzform Florale Kunst, die passen natürlich auch dazu. Wie du siehst, die Blütenblätter, dann sind auch noch mal kleine Etiketten mit bei und ja, der Spruch ist leider auch nur in Englisch und zwar heißt der Just Want to Say. Ja, das ist noch Stempel und Stanzen. Dann zeige ich dir die Karten, die ich einmal schon vorbereitet habe. Und zwar ist das ja aus diesem Stück Designerpapier hergestellt. Du musst dir das jetzt vorstellen, dass das so ist jetzt ein bisschen ulkig, aber so passt das. Und ich möchte dir heute zeigen, dass man aus diesem Stück 30,5 x 30,5 sechs wunderschöne Karten herstellen kann. Ja, dann denke ich, können wir erstmal loslegen. Zu dieser Karte wäre noch zu sagen, dass ich die in Blau gehalten habe, innen drin immer noch mal gestempelt und mit dem Goldblatt. Das werden wir, wie gesagt, heute nicht machen. Das in einem nächsten Video. Alles Liebe habe ich ausgestanzt, hochgeklebt. Diese Karte ist in Blutorange gehalten und ich denke, so etwas in der Art werden wir heute machen. Aber natürlich geht es jetzt mit dem weiter. Das ist ja jetzt das abgeschnittene Papier. Also du behältst im Grunde genommen jeweils drei Karten, hier auch drei Karten und hier unten bleibt ein ganz schmaler Streifen übrig, den du anderweitig dann benutzen kannst. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Dazu brauche ich jetzt mein Schneidbrett und wenn die 30,5 durch 3 geteilt werden, das sind ja dann 10,17. Da kann man dann ja fast kurz vor der 2, also 10,2, dann schneiden. Und bei der Länge bin ich jetzt bei 14,8. 14,8, dann kann ich mir jetzt auch gleich noch 14,8. Ich muss jetzt kurz noch mal. Ich habe natürlich nicht 14,8. Ach Mann, dann nehmen wir das jetzt von hier unten. 14,8. Da habe ich jetzt leider nicht aufgepasst. Manchmal ist das so. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
14,5. Dann war das doch richtig. 14,5. Ach, Mensch, die Bananen. Ja, so passieren dann manchmal die Fehler. Aber 14,5 ist jetzt richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich auf 14,8 gekommen bin. So, und dann das Acetat. Das hat ja die gleichen Maße. Also 10,17. Also kurz vor 10,2. Ist natürlich jetzt schlecht zu sehen. Und jetzt aber wirklich 14,5. 14,5. Und dann siehst du schon, dass das hier hervorragend drauf passt. Und das nächste Stück, das kontrolliere ich lieber nochmal, weil ich ja da so ein bisschen nicht aufgepasst habe. Da muss ich jetzt von der Seite abschneiden. Also 14,5. Also das, selbst das braucht man nicht wegschmeißen. Das kann man immer noch mal nehmen. So, und das passt dann auch haargenau hier rauf. Und sieht ganz toll aus. Ich denke, wir nehmen wir das oder das. Können wir auch beide machen, mal gucken. So, jetzt habe ich mir in Blutorange, habe ich mir den Farbkarton ausgeschnitten schon. Und zwar ist der bei 14,85 mal 21 gefalzt in der Mitte bei 10,5. Dann für das Innenleben weißer Farbkarton 14,3 mal 10 cm. Das lege ich erstmal zur Seite. Und das wird jetzt, dann kommt das so hier rauf. Tja, wie bringe ich jetzt mein Acetat auf das Designerpapier, damit man nicht die Klebeflächen sieht? Ich habe mir was wunderschön geht. In den Paper Pumpkin Schachteln gibt es diese ganz, ganz kleinen Klebepunkte. Die eignen sich wunderschön dafür. Wer das nicht hat, der kann auch die Mini-Klebepunkte nehmen und etwas kleiner machen. Zeige ich euch. Was ich jetzt aber noch machen werde, ist ein Spruch erstmal, denn man kann wunderschön unter diesem, wo der Spruch dann raufkommt, kleben und die anderen Flächen, seht ihr, also das, ich habe das nicht gänzlich festgeklebt. Das zeige ich dann, wie es weitergeht. Ich stemple mir den Spruch und zwar habe ich mir aus der Celebration das Stempelset so gut wie perfekt ausgesucht. Dieses Stempelset könnt ihr ab einem Bestellwert von 60 Euro kostenlos dazu bekommen. Und ich habe mir diesen Stempel ausgesucht. Wieder ein Jahr älter, na und, du bist und bleibst umwerfend. Also hier sind wirklich sehr, sehr schöne Sprüche dabei. Was auch mal was anderes ist, zum Beispiel Eilmeldung, Geburtstage verlängern offenbar das Leben. Studien belegen, dass Menschen mit mehr Geburtstagen länger leben. Welche Erkenntnis? Manches wird mit dem Alter immer besser. Du bist schon so gut wie perfekt. Auch toll. Ja, wirklich mal was anderes. Und dadurch, dass das Stempelset ja in Englisch ist, habe ich mir jetzt was Deutsches ausgesucht. Und ich nehme mir ein Stückchen Schmierpapier. Den Spruch werde ich in Waldmoos aufstempeln. Na, ich glaube, mein Waldmoos muss ich auch mal trinken. Das sieht so mager aus.
manchmal hilft es, wenn man auch den Stempel einfach hinlegt und das Stempelkissen von oben rauf. Das ist so ein kleiner Tipp von mir, der eigentlich immer ganz gut ist. Mal gucken, wie der Stempelabdruck geworden ist. Ja, ich denke, den können wir lassen. So, und jetzt habe ich mir die Hanstanze Wunschetikett, die es im Hauptkatalog gibt, ausgesucht. Werde den Spruch ausstanzen. Und dazu nehme ich mir jetzt nochmal Farbkarton in Blutorange. Stanze mir das auch aus. Und habe ich mir jetzt hier Dreck drauf geschmiert. Ach, das gibt's doch nicht. Mal gucken. Die Tinte war noch nicht trocken. Nein, das geht nicht. Damit kann ich nicht leben. Dann machen wir das nochmal. Mal gucken. Also manchmal geht es ja beim dritten Anlauf. Irgendwie habe ich da die Mitte nicht getroffen. Heute ist der Wurm drin. Also nochmal umdrehen, damit ich besser ausstanzen kann. Ja. So, dann werde ich das jetzt erstmal ganz kurz antrocknen lassen, bevor ich es ausstanze. Bei dem blutorangenen Farbkarton, den schneide ich mir in der Mitte einfach durch. Und mal gucken, ob das trocken ist. Ein bisschen mehr aufpassen. Ja. So, das kann dann erstmal weg. Ich nehme mir dazu meine kleine Klebematte und werde jetzt diesen Unterleger, zeichne ich es mal, ganz sachte hier, damit es so einen kleinen Rand ergibt. Jetzt ist er verrutscht. Das ist das Schöne beim Tombo, dass man da noch mal so ein bisschen hin und her rutschen kann. Und hier, das kommt dann von unten rauf. So. Und das kann ich dann, ich muss mal gucken, ich werde das sicherlich hier unten in der Ecke, nee, in der Ecke, irgendwie aufkleben. Was bei dem Acetat noch zu beachten ist, und zwar hat das eine Schutzfolie drauf, die man vorher abziehen muss, was ganz leicht geht. Die ist auf der, ich bezeichne es mal, silbernen Seite. Und dann kann das hier so raufgebracht werden. So, mein Etikett möchte ich mit Dimensionals aufsetzen. Das werde ich, bevor ich das Acetat aufklebe, werde ich das machen. Das ist mittig. Ich hoffe, dass zwei reichen. Und werde das in der rechten unteren Ecke aufkleben. So sehe ich jetzt erstmal, dass ich jetzt hier schon mal doppelseitiges Klebeband nehme. Ich nehme da jetzt kein
Tombo oder dergleichen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich hält. Und nutze jetzt erstmal wegräumen. Wo habe ich sie hier? Meine Dimensionals. Und die werde ich so ein bisschen halbieren. Und da suche ich mir jetzt diese dicken Stellen von, ja, wo das Silberne und das Goldene ist. Da müssen wir mal gucken. Manchmal sieht man erst hinterher, wie viel man wirklich braucht. Oh, mein letztes. Na, mal gucken. Also, ich habe das wirklich ganz klein zusammen gemacht. Hier ist noch ein Fussel dran. Jetzt habe ich da oben eins. Ich mache mal hier noch eins. Also wirklich immer so sehen, dass das da von der Seite sieht man das nicht. Aber da sieht man jetzt meine Fingertapsen. Und ansonsten habe ich auch hier aus dem Paper Pumpkin, was so übrig geblieben ist. Und die sind so winzig klein und die kann man so schön dafür nehmen. Also wenn ihr die habt, macht die bloß nicht weg. Die könnt ihr dafür aufheben. Mache ich das hier nochmal rein ran. Da habe ich da unten nochmal einen in der Ecke. Und dann ist das schon, müsste das gehen. Ja, hier bei den kleinen natürlich noch das Papier abziehen. Sehe ich nicht mal mehr, wo ich das aufgemacht habe alles. Aber ich glaube, das waren bloß drei. Die anderen. So. Ich gehe noch mal kurz hier mit dem Lappen rüber, wo meine Fingerabdrücke so ein bisschen drauf waren. Eigentlich sieht man die nur, wenn man, wo jetzt nichts ist, wenn nachher die Blumen sind, dann sieht man die gar nicht mehr. So, und jetzt natürlich aufpassen, dass man, das ist natürlich jetzt ein bisschen statisch, am besten an einer Ecke anfangen und drauf ist es. So, und dann kann man noch mal kontrollieren. Seht hier, aber das hält wunderbar und man sieht die auch gar nicht. Das ist wirklich so, ein bisschen säubern und ja, dann ist das alles gut. Und das werde ich jetzt ganz normal aufkleben. Und zwar mit, ich habe hier noch Snail, das klebe ich dann auf und dann was man jetzt noch machen kann, man könnte jetzt hier noch, irgendwie ist mir das jetzt noch so ein bisschen nackig. Ich weiß auch nicht warum. Aber hier hatte ich ein längeres Etikett genommen, was mir auch ganz gut gefällt. Aber irgendwie habe ich das hier so ein bisschen, ist das verdreht. Aber ich glaube, irgendwas fehlt mir da noch. Da werde ich jetzt noch mal ein paar Steinchen hinmachen. Ich habe hier die facierten Glitzersteine, echte Eleganz. Die gibt es im Hauptkatalog. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt goldene nehme, aber das wäre mir, glaube ich, zu viel Gold des Guten. Und die haben ja hier auch so ein bisschen Rauchchen. Gold ist es nicht, aber irgendwie denke ich,
müsste das passen. Ich mache den hier hin. Und man sagt ja immer 3. Wo mache ich den jetzt hin? Also hierauf wäre es mir ein bisschen viel. Da. Ja, das ist meine nächste Karte. Ach, das Innenleben noch. Ja, ich habe mir jetzt schon meine Blüte aufgezogen. Und zwar brauche ich ja davon 2 Stück. Ich möchte in der rechten unteren Ecke die Blüte teilweise aufstempeln. Dazu nehme ich wieder mein Blutorange und gehe, was ich natürlich jetzt brauche. Wir haben ja die durchsichtigen Stempel. Und bei den durchsichtigen Stempeln immer diese weiche Matte nehmen. Das ergibt ganz einfach einen besseren Stempelabdruck. Und ich nehme mir ein bisschen Schmierpapier und setze mir die Blüte in die rechte untere Ecke. Für den zweiten Teil nehme ich Merlot-Rot. Und da man ja auch wunderbar durch die durchsichtigen Stempel durchschauen kann, ist natürlich jetzt schwierig, weil ich hoffe, ich treffe das. Oh ja, das geht. Mit meiner Kamera, die sitzt mir jetzt richtig vor dem Gesicht und die Lampe spiegelt etwas, aber das geht. Und die zweite hier nochmal. Ja, und dann kann das Innenleben schon eingeklebt werden. So. Ich nehme dazu wieder mein Snail. Suche mir die Mitte. Und schon ist meine Karte fertig. Ja, das zu dem Acetat, wie das aufgeklebt wird. Ich hoffe, ich konnte dir da auch so einen kleinen Tipp geben, damit man die Klebeflächen nicht sieht. Und du siehst ja, wir haben hier das wunderbar hinbekommen. Selbst die Ecke, die jetzt, wo nichts, ja, wo man nichts gegenkleben kann, das hält wunderbar. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Im nächsten Teil werde ich dann, wie gesagt, zeigen, wie man mit den Goldblättchen arbeitet. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne. Und um kein Video zu verpassen, benutze die kleine Glocke, dann wirst du immer informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Somit unterstützt du natürlich meinen Kanal und meine Arbeit. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, bleib gesund. Deine Diana. Tschüss.